Spür dein Herz, wie schlägt. Meins pumpert gerade wie Wahnsinn. Und spürt einfach mal rein in euer Herz. Dort, wo du bist. Dort, wo du immer zu Hause bist. Und wenn du da ganz tief reingehst, dann wirst du spüren, du bist nicht allein. Ich habe die Vision, dass wir alle tatsächlich frei bestimmt sind und dass das so werden wird. Es wird jetzt auch einen großen und langen und vielleicht sogar beschwerlichen Weg dahin geben. Aber wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, dann können wir mehr demonstrieren, wie wir wollen. Es wird nichts nützen, es wird nichts verändern. Wenn wir am nächsten Montag wieder alle uns auf die Straßen begeben, die Autobahnen verstopfen und uns gegenseitig schneiden, damit ich eine Minute früher dran bin als der andere, dann wird sich nichts ändern. Ich möchte auch insbesondere die auffordern, die erkennen, Leute, Rechtsanwälte, Rechtsanwaltsgehilfinnen, Leute, die in Banken arbeiten, Leute, die in den Behörden sitzen, die Strafen lassen, damit anderen Leuten der Führerschein weggenommen wird, Leute, die Finanzbescheide rausgeben, Leute, die Hausdurchsuchungen und im Endeffekt Beraubung verursachen, mitbegünstigen, die sind doch jetzt aufgefordert, aktiven Widerstand zu leisten und zu sagen, hey, ich hab's kapiert, ich helfe dann immer. Und wenn ich bei den... Ja. Und die anderen, die in Berufen sind, die, wo sie merken, dass sie eigentlich nicht ihrer Sehnsucht leben, wo sie Berufe ausführen, wo nichts produziert wird, sondern wo Leute nur ausgebeutet werden oder wo man schon genau weiß, diese Firma, die verstößt gegen die Menschenrechte, diese Firma, die lebt davon, dass Tiere gequält werden, diese Firma lebt davon oder finanziert Kriege, da muss ich aufhören. Dann kann ich dann immer sein. Ich kann nicht hingehen und demonstrieren im Internet das eine Posting ums andere, im Facebook umeinander schmeißen und genauso weitermachen wie bisher. Das ist, so funktioniert es nicht. Ich möchte abschließen mit einer Botschaft. Wenn ihr Regeln braucht, und die werden wir brauchen, aber ich glaube, dann sind sie wenig. Das erste Gesetz, das wir nicht vergessen sollten, ist Liebe, füreinander, Mitgefühl. Selbstbestimmtheit und Freiheit hört erst dann auf, wo man anderen schadet. Danke. Pause, Bro. Wir müssen nicht. Das ist toll, wenn hier am Zocke da ist.